Hey James und Sagen und Schnitzelfreunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Format der Sagenstunde. Ja, wir machen es gleich wie der Opa damals. Der hat euch eine Sage erzählt und dann ist er vor lauter Rausch ins Bett gefallen. Genauso machen wir es auch. Nur wir versuchen die Sage in einen modernen Kontext zu setzen. Aber bevor wir das Ganze starten, noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Hey, ein Buch namens Das samtige Zeitalter, das von mir verfasst wurde, gibt es da unten zum Vorbestellen. Ich würde mich echt freuen. Kauft ein Exemplar und lest es doch. Wiener Science Fiction. Die Teufelsbrücke von Montafon. Ja, diese Sage ist vielleicht nicht in all euren Köpfen zu Hause, aber zum Glück in meinem. James, da gab es mal eine Brücke, die wurde weggerissen im schönen Montafoner Tal von einer Flut. Und ja, ein Zimmermann wurde beauftragt, eine neue Brücke zu bauen, aber innerhalb von 3 Tagen. Und der Bürgermeister, der gleichzeitig der Auftraggeber für diese Brücke war, sagte, ja, boy, 3 Tage, 300 Gulden. Dann muss sie stehen, wir brauchen einen Warenverkehr im guten Montafoner Tal. Ja, und der baut und baut, der Zimmermann, und merkt, ja, das geht sich nicht aus. In 3 Tagen eine Brücke zu bauen, geht sich einfach nicht aus. Und da erschien ihm eine Gestalt. Ein kleiner Gnom kam ihm entgegen und sagte zu ihm, Zimmermann, ich baue dir die Brücke in 3 Tagen. Aber dafür musst du mir die erste Seele geben, die über diese Brücke läuft. Und da wusste der Zimmermann, das ist der Teufel. Blöd war nicht der Zimmermann. Er ging auf diesen Handel ein, aber blöd war er nicht. Die Brücke wurde fertiggestellt innerhalb von 3 Tagen und die Gulden waren auf seinem Konto oder was es damals gab. Die erste Seele, die über diese Brücke ging, die erwischte der Teufel nicht mal ganz. Denn das war eine Ziege. Und der Teufel erwischte sie nur beim Schwanz. Und ja, deshalb haben auch Ziegen kurze Schwänze, weil der Teufel nur dieses kleine Stück erwischt hat hinten. Ja, meine Lieben, das war eine wunderschöne Sage, oder? Viele von euch glauben vielleicht nicht, dass eine Sage auch noch im heutigen Kontext Sinn macht oder dass das überhaupt heute noch passiert. Aber nein, ich werde euch eines Besseren belehren, weil wir erzählen euch keine Märchen. Wir sind keine Märchentantler da. Eine Sage hat immer einen wahren Kern und ich erzähle euch nur in wahren Kern jetzt. Das ist echt passiert. Der Cousin von einem Schwager, 15, 16 Jahre wird er damals gewesen sein, im Bezirk bei uns draußen am Land, wisst ihr, da passiert halt nicht allzu viel. Da kannst du nur Moped fahren und saufen in dem Alter. Mehr kannst du machen. Und ja, sie wollten halt fortgehen am Wochenende. Aber mit 15, 16 Jahren hast du nicht einmal bei der Arzt-Tankstelle einen Wodka gekriegt. Selbst da haben sie gesagt, nein, Burschen, ihr schaut zu jung aus. Und dann fahren so durch die Ortschaft und sehen da von der Weiten die 50 Kubik Rocker Gang, hey, da winkt wer runter vom Gemeindebau. Und dann bleiben sie stehen und schauen auf, sehen so eine uralte Frau am Stein. Und die lockt sie nachher, sagt, ja, kommt her, Bärchen, kommt her zu mir, ich hab was für euch. Puh, ja, klar, gehen sie um, haben nichts Besseres zu tun. Und was passiert? Die Frau sagt zu seiner, hey, ich hab ein Flascherl für euch, ein Flascherl habe ich für euch. Und der eine Cousin von meinem Schwager denkt sich noch, hey, aufpassen. Hey, Kollege, geh du vor, sagt er zu ihm. Der Kollege von ihm geht hin und er schaut auf und auf einmal geht's zick. Und der Kollege von meinem Cousin, sein Schwager, kriegt die Wodkaflaschen am Schädel und liegt er da. Die wollten schon fast die Rettung rufen und die alte Frau sagt noch aber,
Mei, der Burma. Ja, alles ist gut gegangen. Er ist doch nicht gestorben, er ist wieder aufgekommen. Und ja, die Moral von der Geschichte ist so die, meine lieben Champs, wenn es was zum Gewinnen gibt, gell? Aber das Risiko doch recht hoch ist, schickt es gescheiter wen anders vor, dann kann euch nichts passieren. Ja, das war's, meine Lieben. Die erste Sagenstunde ist vorbei und somit bleibt mir nur mehr übrig zu sagen, der Sagen- und Schnitzel-Kalenderspruch des Tages. Und er lautet wie folgt: Jeder von uns hat schon mal in die Bodemann geschissen. Ciao, Champs.